der nun kommenden 07. Folge der dritten Staffel befassen wir uns mit dem Klimawissenschaftler, der wohl mit Klimapapst Schellnhuber und Stefan Rahmstorf der von den Medien wohl meist angefragte, aber auch best angezogene Klimamessias ist. Zuerst wurde man belächelt, dann wurde man ernster und ernster genommen und heute ist man sozusagen der Messias. Im Internet existieren bereits unzählige, auch kritische Videos über den Klimaclown im deutschen Fernsehen, Mojib Latif. Ich bin zwar nicht zuckerkrank, aber ein bisschen aufpassen muss ich schon. Und insofern ist das natürlich jetzt nur noch der reine Genuss, wenn ich Schokolade esse. Aber nun soll am 8. November 2015 Mojib Latif zusammen mit einem weiteren Nachhaltigkeitsforscher den mit 500.000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt überreicht bekommen. Es soll ein Appell an die bevorstehenden Klimakonferenzen in New York und in Paris sein. Zum ersten Mal wird der mit 500.000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis gleichzeitig an zwei Wissenschaftler verliehen, an den Kieler Klima- und Meeresforscher Latif. Sollte dieser Scharlatan Mojib Latif wahrhaftig diesen hälftigen Preis im Wert von 250.000 Euro von Joachim Gauck am 8. November 2015 überreicht bekommen, sollten Sie ernsthaft darüber nachdenken, Ihr Kind von einer staatlichen deutschen Schule abzumelden. Denn dieser Staat macht offenkundig gemeinsame Sache mit Betrügern, was wir in den nun folgenden Minuten nachweisen werden. Und Mojib Latif muss sich dabei auch an seiner eigenen Behauptung messen lassen. Klar, ganz klarer Betrug gegenüber der Öffentlichkeit und natürlich auch gegenüber dem betroffenen Kollegen. Und so etwas muss man kategorisch ablehnen. Und wir müssen jetzt versuchen, dass solche Dinge, wenn sie tatsächlich vorgekommen sind, beim nächsten Mal nicht nochmal passieren. Und bedenken Sie, Herr Latif, die globale Erwärmung hat einen ganz großen Vorteil. Wenn der Schnee schmilzt, kann man sehen, wo die Kacke liegt. Wir haben gezeigt, dass Jahreszeitenvorhersagen prinzipiell möglich sind, obwohl das Wetter ja chaotisch ist, man es nur maximal 14 Tage im Voraus vorhersagen kann. Wir haben mit den Tropen angefangen, dort machen wir schon routinemäßig die Jahreszeitenvorhersagen und wir versuchen das jetzt auf die mittleren Breiten zu übertragen. Können wir das jetzt irgendwie aufhalten? Ja, im Prinzip können wir es noch aufhalten. Jedenfalls, wir können verhindern, dass es zum Schlimmsten kommt. Wir haben ja über diese 5 Grad weltweit gesprochen, 50 Grad bei uns in Deutschland, das können wir verhindern. Also wir können aber eine weitere Erwärmung nicht mehr ganz verhindern. Also ich denke mal, 2 Grad im weltweiten Durchschnitt nochmal werden wir bis zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr verhindern können. Das ist auch nicht wenig, aber wir hoffen, dass wir dann noch mit einem blauen Auge davon kommen. Danke Ihnen ganz herzlich für diese Information. Finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Alle Infos auch nochmal im Netz. Genau, alle Infos über diesen Schwindel auch bei uns im Netz.